Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Ich bin Marv und wir haben in der letzten Folge rausgefunden, wo Emily sich aufhält. Haben hier oben aber noch ein kleines Problem mit diesen Tall Boys, die sich mir hier quasi in den Weg stellen. Kann ich auch bestimmt mit dem Ding... Greifen die mich schon an? Woher wissen die denn, dass ich hier bin? Unbenutzbar. Warum kann ich das nicht benutzen? Ich würde das gern irgendwie... Das wäre schon gut. Schauen wir mal bei Emily im Turm. Also ein paar habe ich schon ausgeschaltet von denen. Was? Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Also mit den Tall Boys ist wirklich nicht zu spaßen. Oh, die haben Callista jetzt auch getötet. Ah ne, Callista ist klar. Cecilia wäre die, die ich meinte. Havelock ist noch da unten. Ich muss zu Piero in seine Werkstatt. Hört ihr das? Eine Rune in seiner Werkstatt. Das wäre nicht verkehrt, wenn ich die hätte. Gehen wir den Weg einfach mal rückwärts. Schau mal, so sehen sich die Tallboys nicht. Mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hegen? Ich habe ein paar Fragen. Zum Elixier, ja. Wir müssen über Ihr Tonikum reden. Warum haben Sie keine homöopathische Lösung probiert? Wo hätte ich die Versuchsversuche? Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Na, den habe ich doch schon, oder? Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Hier sind die Baupläne. Wohl kommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Erstaunlich. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Das klingt toll. Mach sie fertig, den ganzen verdammten Laden. Davon hätte ich ausgehen sollen. Nur eine kleine Justierung, dann sind wir startklar. Alles ist fertig, Corvo. Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. So, bevor ich das mache, bau mal was für mich. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Bestimmt. Super Werkstatt. Oh, Explosivgeschosse, das klingt gut. So, 3000 Münzen habe ich, das ist eine ganze Menge.
Mehr Granaten wäre nicht schlecht. Mehr Kugeln sind nicht so wichtig. Explosivgeschosse? Auf jeden Fall. Pistolen-Nachlader nehmen wir mit. Magazin. So, hat er Explosivkugeln? Brandbolzen? Explosivgeschoss. So, damit sind wir auf jeden Fall gut gerüstet gegen diese komischen Typen, die da unterwegs sind. So. Noch mehr Kugeln mitnehmen? Ah ja. Warum nicht? So, Leute, dann. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Brauche ich noch irgendwas von euch? Bevor ich auf den heiligen Knopf drücke? Nein. Dann. Das Ding schaltet man oben auf dem Dach ein, ne? Na gut. Dann bin ich mal eben schnell oben. Dass unsere Gegner gegrillt werden mögen. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Und die Tallboys zu Asche verdampfen. Oh, Leute. Hätte euch das nicht vorher einfallen können? Ach, ich habe vergessen, da oben. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackt. So oder so ähnlich könnte man das nennen. Ist aber nicht so. So, dann. Ich finde dich schon auch. Das ist okay. Das wäre mir so im Moment sogar ganz lieb. Einfach großartig. Zerstörung im großen Stil. Wirklich unbeschreiblich. So viele Leben auf einen Schlag ausgelöscht. Bis auf eins, und den hole ich mir jetzt noch persönlich. Havelock, alte Saufnase, wo bist du? Natürlich im Club unten, voll am Trinken. Wie immer. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörung zum Houndpits Pub zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Naturphilosoph Piero Joplin und Anton Sokloff. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnung zu verbesserten Blitzpfeilern sicherzustellen, an dem die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie die beiden einem gründlichen Verhör, und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über die Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadesten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Sagt der Richtige, ja? Sackgesicht. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Caldwin bei mir im Leuchtturm auf Kingsborough Island. Tja, hier ist wirklich keiner mehr. Schauen wir mal, was mit ihr ist. Ob sie noch da ist. Hallo? Mädchen? Ist die gleich mitverdampft worden? Corvo, ich werde verschwinden. Wenn ich sie nicht getroffen hätte, hätte ich nie den Mut dazu gehabt, es zu versuchen. Ich werde versuchen, sie wiederzufinden. Eines Tages, wenn das hier alles vorbei ist. Cecilia. Ach, Cecilia. Hoffentlich hat der Blitz sie nicht gegrillt. Das wäre ganz schön blöd. Die war so nett. Callista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen, aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, die ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Ja.
hätte sie gebraucht. Daraus wurde aber nichts. Ein Häufchen Asche. Was haben wir hier? Allgemeine Informationen. Seien Sie auf der Hut vor den Mitgliedern der Verschwörung. Einige sind immer noch auf freiem Fuß. Wenn sie entdeckt werden, müssen sie sofort getötet werden. Bringen Sie Ihren Körper in den Zwinger, aber rühren Sie sie nicht an. Piero Joplin, vermisst, verhören, dann exekutieren. Anton Sokolov, vermisst, verhören, exekutieren. Lydia Brookline, Wallace Higgins, Callista Conroe, Corvo Artano, für tot gehalten. Vermutlich vermisst, bei Sichtkontakt töten. Samuel Bethworth, vermisst, bei Sichtkontakt töten. Verstauen Sie die Leichen in Leichensäcken und bewahren sie im Hinterhof auf. Rühren Sie die Körper auf keinen Fall an. Oh Mann. Dann gehe ich jetzt in Emilys Turm. Habe ich ja vorhin schon reingeguckt, da war ja dann doch einiges noch, was wir gebrauchen können. Was ist das? Ach, das Signal von Samuel. Das brauchen wir auch gleich. Onkel Kölner, ich hoffe, du hörst dies. Ich bin verzweifelt. Das Mädchen ist weg. Emily. Ja, die Emily. Die Tochter der Kaiserin. Sie ist weg. Sie haben sie heute früh mit einem Boot abgeholt. Ich weiß nicht wohin. Wer kümmert sich jetzt um sie? Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Ja. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Und Samuel kann quasi wiederkommen. Da ist er auch schon unterwegs. Legt er hier an? Oder ganz normal vorne? Der legt hier an. Ich dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Na dann, auf nach Kingsborough Island. Aber wie es da weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein.